weiterzuhelfen. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, Menschen projizieren immer ihr Inneres nach außen und sehen dann nur das, was sie sehen wollen und können sich nie ganz frei machen davon. Und das braucht es als Therapeut. Du musst eigentlich komplett leer werden, das meine ich mit diesen Menschen komplett neu sehen, dass du nichts da interpretierst, nicht dich damit identifizierst oder was nach außen projizierst. Deswegen ist die eigene Therapie für jeden von uns so wichtig, dass wir ganz viel in uns selbst lösen, uns immer wieder überprüfen, erforschen, was ist da noch, hat sich da was aufgestaut, wie geht es uns eigentlich? Ja, sonst vermischt da sich ganz vieles und das ist auch oft, glaube ich, problematisch in der Therapie. Und was da auch super hilft, das Leerwerden, ist Fasten. Also das, was ich erfahren, Fasten ist unglaublich auf all diesen Ebenen, diesen drei Ebenen, wirksam. Körper, es ist, regeneriert eigentlich so ziemlich alles. Du wirst leer im Sinne von, die Emotionen können erstmal auftauchen, was los ist. Und du kannst dich neu erschaffen. Also diese Geschichten, diese Gedanken, die sich dir immer wieder spinnen im Kopf, die ziehen irgendwann vorüber und kommst wieder ins Jetzt, also ins Hier und Jetzt. Und ist das sogenannte Heilfasten oder ein anderes? Es gibt verschiedene Formen. Also du kannst Heilfasten machen, wo nur gewisse Dinge isst. Du kannst Saftfasten machen oder gar nichts essen und nur Wasser trinken. Ich habe jetzt schon mehrmals wirklich gar nichts mehr gegessen, für 4, 5, 6 Tage nur Wasser getrunken oder Tee. Und es macht ganz viel auf dieser seelischen, emotionalen Ebene auch, aber auch auf körperlich. Also du hast so unglaublich viel mehr Energie dann nach einer gewissen Zeit. Also klar, es kommt erstmal diese Umstellung vom Stoffwechsel, wo dein Energieniveau fällt im Prinzip, weil du keinen Zucker mehr bekommst, sondern dann dein Stoffwechsel sich umstellt auf die Fettreserven. Ja? Und das ist so eine schwierige oder nicht so leichte Phase, weil dann bist du eher so schlapp und so ein bisschen Brain Fog, also so ein bisschen unklar, aber dann kommt eine unglaubliche Energiesteigerung, weil dein Körper sich umgestellt hat. Ja? Die Zellen erneuern sich anders. Die gerade Thema Krebs, ja, die ganzen Krebszellen, die sich von Zucker ernähren, die sterben ab, einfach weg. Und dein System, die Genetik, die genetischen Programme werden praktisch resettet auch. Mhm. Also deswegen ist alles, was wir zu uns nehmen, aktiviert auch irgendwelche Programme in unserem Körper auf genetischer Ebene oder auf Zellebene. Und ja, wenn du mal ein paar Monate kein Fleisch mehr isst, dann laufen andere Programme. Wenn du ein paar Monate Sport machst, laufen andere Stoffwechselprozesse und Programme in deinem Körper. Also das wollte ich jetzt euch noch kurz so mitgeben in dem Zusammenhang, über was wir vorher gesprochen haben. Mein Vater, ein guter Kumpel, früher, der hat wohl mal durch Fasten Krebs überwunden können. Irgendwie so war das. Er hat dann ein paar Monate oder Jahre, ich weiß nicht, wie lange das ging, kann es auch nur noch so ganz grob wiedergeben und dann war es irgendwann, der hat dann nur Suppe oder nur Wasser oder wirklich gar nichts mehr gegessen und irgendwann war es wohl. Ja, das ist ein Reset vom Körper. Also wir können unseren Körper, ich habe es selbst erlebt mehrmals mit verschiedenen Techniken oder Möglichkeiten, Fasten, Eisbäder oder tiefe Atemtherapie, können wir unseren Körper resetten, unser Nervensystem resetten teilweise. Also es ist unglaublich, was da möglich ist, was eigentlich schon alles erforscht ist. Das habe ich auch erzählt mit diesem Holländer, der diese Eisbäder nimmt, wo eigentlich eindeutig auch durch Studien belegt ist, du kannst dein Nervensystem beeinflussen durch Atmung und dann auch der Teil vom Nervensystem, wo die Mediziner sagen, nee, geht nicht. Ja. Aber bis das jetzt in den Medizinbüchern ankommt, es müssten eigentlich jetzt schon alle Medizinbücher, die hier rumliegen, neu geschrieben werden. Aber es passiert nicht. Und das ist wieder, in welcher Blase befindest du dich, welches Paradigma herrscht vor. Und ich glaube, was wir letztes Jahr erlebt haben mit diesen neuen Umständen und es gibt nur noch diese eine Möglichkeit oder Symptomatik zu erkranken, ist spaltet und zeigt diese zwei Welten auf. Und wir können wirklich ausruhen, welche Welt wir leben wollen. So kommt es mir manchmal vor. Also es ist echt witzig auch. Also man kann es auch ein bisschen mit Humor sehen inzwischen. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit Wirbelsäule. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen noch gut in der Zeit. Genau. Ein Wirbelkörper. Corpus vertebrae ist der Körper, hier feste Knochensubstanz und hier liegt dann die Bandscheibe auf, ja, mit dem Annulus fibrosus und dem Nucleus pulposus. Nach hinten weg, seht ihr, ist
dann wie so ein Bogen, ja, wo das, das Loch bildet, wo das Rückenmark drin verläuft. Und die verschiedenen Prozessus, also die verschiedenen Fortsätze. Prozessus ist immer Fortsatz. Und da haben wir jetzt die Transversus, hatten wir schon, das sind die Querfortsätze, ja? Die hier, die immer quer verlaufen. Dann hatten wir den Prozessus spinosus, den Dornfortsatz nochmal. Hier, diese ganzen. Und jetzt seht ihr noch Fortsätze nach oben und unten kleine. Prozessus articularis superior. Wenn wir es eins zu eins mal übersetzen, Fortsatz, Gelenk, der obere, oder? Inferior oder obere? Oder obere. Superior ist der obere, inferior ist der darunter gelegene. So. Ja. Also jeder Wirbel bildet nach oben und unten hin noch Gelenkfortsätze, ja? Die dann die Facettengelenke bilden hier. Dieses Gelenk zwischen dem oberen Wirbelkörper und dem unteren. Und zwar zwischen dem Fortsatz, dem oberen Fortsatz vom unteren und dem unteren Fortsatz vom oberen. Deswegen noch diese vier Bezeichnungen, die ihr da seht. Prozessus articularis und dann eben oben oder unten. Und so bilden die Wirbelsäule zwischen jedem Wirbelkörper Gelenk, 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 immer weiter nach oben. Ja. Und diese verändern sich natürlich, ähnlich wie die Form dieser Wirbelkörper sich nach oben oder von unten nach oben hin verändert, verändern sich auch diese Gelenkflächen. Ja, hier seht ihr, hier stehen sie so zueinander bei der Lendenwirbelsäule, in der Brustwirbelsäule, also Lendenwirbelsäule so, Brustwirbelsäule so und in der Halswirbelsäule werden sie schon so flacher. Also dementsprechend andere Funktionen. Die Gelenke können sich anders bewegen, die Wirbelkörper zueinander können sich anders bewegen. Ja. Genau, traut euch wirklich in den Pausen oder so auch an dem Skelett nochmal was nachzugucken. Wirklich zu gucken, ah ja, das war wirklich das, und anzufassen oder rumzubohren. Also nochmal wirklich, kann ich echt empfehlen, weil wenn man das auch nochmal näher sieht, vielleicht fällt einem doch noch was auf oder man fragt, was ist denn das hier jetzt? Warum ist das hier gespalten? Oder was waren hier nochmal für, was gab es hier nochmal für einen krassen Punkt? Wie hieß der nochmal? Ja? Also traut euch da. Genau, wir haben das Foramen Intervertebrale, was zwischen diesen oder bei diesen Gelenken gebildet wird. Ja? Von der Seitenansicht, hier ist dieses Facettengelenk und hier ist der Spinalnerv, wo er austritt aus der Wirbelsäule nach außen. Das, was ihr hier seht, die gelben. Hier laufen die Spinalnerven auch zwischen den Wirbelkörpern. Und wo sieht man das auf dem Bild? Auf Seite 56 schon. Ja, Verzeihung. Auf 55 war ein schematischer Ansatz. Ist das dann eine Flüssigkeit oder ist das fest? Was denn? Foramen intervertebral. Ist das was Festes? Weil ich sehe das jetzt so, als wenn das was Flüssiges wäre. Was Flüssiges? Das ist eine Öffnung, oder? Ist eine Öffnung, ja. Ist nur eine Öffnung, also es ist ein Loch. Ein Loch, ja. Ist ein Loch. Also, um nochmal das vielleicht jetzt nochmal klarer darzustellen, bezüglich Rückenmark auch, wie das ausschaut. Ach, in diesem läuft der Spinalnerv entlang. Ja. In diesem Loch. So. Zentrales Nervensystem und unser Gehirn mit dem Hirnstamm. Und hier geht es dann weiter als Rückenmark. Mhm. Das ist ungefähr L1, L2. Dann gibt es noch so ein paar Fasern. Das ist jetzt die Sicht seitlich, wie wenn ich so vor euch stehe. Ja? Das Rückenmark ist auch wieder, oder überhaupt das Nervensystem, in Bindegewebe eingehüllt. Verschiedene Hirnhäute haben wir, ja? Die das umgeben, verschiedene Schichten sozusagen. Da gibt es eine feste Schicht, die Dura Mater, dann gibt es eine Zwischenschicht, Dura Arachnoidea. Kommt alles noch beim Nervensystem auch auf euch zu. Und dieses Rückenmark schwimmt. Das Grüne schwimmt praktisch in Flüssigkeit. Hier zwischendrin ist eine Flüssigkeit überall, wo es drin schwimmt. Ja?
Da, wo es dann aber raustritt, das Rückenmark, zum Spinalnerv, also hier raus, tritt jetzt der Nerv zu dir, da ist dann keine Flüssigkeit mehr. Da ist dann praktisch dieses Loch mit dem Knochen und der Nerv liegt in seiner Faszie. Ja. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, es ist ähnlich wie bei diesem Bild von diesem Knochen geht über in Sehne, oder Knochenhaut geht über in Sehne, geht über in Muskel, geht wieder über in Sehne, geht wieder über in Knochenhaut. So ist es hier auch. Also diese Häute, die sind jetzt so benannt, weil sie eben das Rückenmark umziehen und gehen dann unmittelbar, gehen sie weiter wie ein Schlauch wieder zu diesem Nerv, der hier raustritt zu euch. Ja? Also das Gelbe hier ist im Prinzip von Faszien umgeben, die innen drin, die die Faszie bildet, entlanglaufen, hoch dieses Rückenmark in dieser Flüssigkeit. Ja? Aber hier jetzt ist jetzt hier keine Flüssigkeit mehr. Das Rückenmark ist ein abgeschlossenes System sozusagen. Genau, da seht ihr nochmal den Spinalnerv, die Facettengelenke oder die Fortsätze, die das bilden. Und das Wort Foramen intervertebral, also das ist ganz essentiell zum Lernen, dieses Zwischenwirbelloch. Ja? Könnt ihr euch dazu schreiben, Foramen ist immer ein Loch, inter, dazwischen oder zwischen und vertebrale, Wirbel. Oder Wirbelkörper, also Zwischenwirbelloch, sagt man. Wir haben ja den Wirbelkörper als festes, runde Masse und dieser ganze Bereich wird auch Prozessus articularis genannt, also als wie eine Art Bogen, ja? Weil dort die ganzen, oder Arcus vertebrae wird es genannt, weil ein Arcus ist ein Bogen, wo dann diese Gelenkfortsätze entspringen. Ja? Das wäre noch so, Arcus kommt auch öfter vor als Bogen, auch bei in anderen Themengebieten, könnt ihr euch auch dazu schreiben. Genau, das nächste Bild, das seht ihr jetzt nochmal so ein bisschen, ja, was für Bänder es da gibt. Und also es ist eigentlich, wie das Gelenk zustande kommt sozusagen, diese Wirbelbogengelenke. Das sind wirklich kleine, feine Gelenke. Im Prinzip so ein bisschen ja, Scharniergelenke, würde ich sagen, die aber Facettengelenke genannt werden und ein bisschen anders funktionieren. Also man hat in der Lendenwirbelsäule, kann man so ein bisschen, je nachdem, wie sie angeordnet sind, ja, Flexion, Extension, also aus dem Hohlkreuz in das Hohlkreuz, würde hier vor allem stattfinden und natürlich im Becken. Also ihr seht, das ist nicht voneinander zu trennen, ja, unbedingt, dass wir hier Beugung und Streckung in diesen Gelenken erzeugen können, eine Seitneigung ein bisschen und auch sogar die Rotation können wir hier aus dem oberen, aus diesem Übergang generieren. Wo haben wir es hier? Schön, ja. Da seht ihr, ja, ist leider nicht optimal, aber definitiv Rotation möglich, unten gar nicht mehr so, da ist es eher fest. Ja? Also hier ist nicht viel Rotation möglich, da ist eher hier diese Flexion, Extension möglich und die Seitneigung. Also es ist praktisch diese Kombination aus diesen vielen verschiedenen Gelenken und die sich immer mehr umformen, die dann diese Vielfältigkeit von Bewegung zulassen. Ja? Und gewisse Bereiche sind dann eher für eine Rotation prädestiniert, andere eher für die Flexion und Extension. Genau. Wir haben 23 Bandscheiben. Nur die oberen Gelenke, also zwischen dem Schädel und dem obersten Halswirbel und zwischen dem obersten, also ersten Halswirbel und dem zweiten Halswirbel gibt es keine Bandscheiben, weil die besondere Gelenke formen. Genau. Da auf Seite 57, da geht es nochmal um Annulus fibrosus und Nucleus pulposus, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Ist ja nochmal ein schönes Bild. Ja, es wird als gallerhaltiger Kern auch beschrieben. Also Gallert ist eben so eine Mischung, so gelartig auch. Ja? Also da ist schon Flüssigkeit drin, aber es ist auch
gelartig und dementsprechend so formbar, wie ein Gelkissen, könnt ihr euch vorstellen. Und wenn ihr euch auf ein Gelkissen setzt, was macht es? Es breitet sich aus in alle Richtungen in der Regel. Und je nachdem, wie ihr euch draufsetzt, wie ihr es staucht, kann es dann zu Vorwölbungen in gewisse Bereiche kommen. Ja? Das ist ein super Beispiel, hier der Ball. Ja? Du hast dich da so eben draufgesetzt. Wenn du zentral von oben dich draufsetzt, dehnt er sich in jede Richtung gleich aus. Wenn du dich jetzt nur hier vorne draufsetzt, schiebt er voll nach hinten. Und so kannst du dir das gut vorstellen, diese Bandscheibe, wie die dann wirkt und wie es zu so einem Vorfall kommen kann. Deswegen ist diese Biomechanik, diese Krafteinwirkung ganz wichtig und auch hat viel mit Hebelkräften zu tun. Ich hatte ja gesagt, es gibt Völker oder Regionen auf der Erde, wo die Menschen eher eine gerade Lendenwirbelsäule haben. Also nicht dieses Hohlkreuz, sondern es wirklich so gerade ist. Und dann kannst du dir vorstellen, die sind nicht wie beim Joint Stacking, dass die Gelenke gerade aufeinander sind. Es sind ja auch wieder Gelenke oder Kraftvektoren, die gerade aufeinander sind. Dann kommt es nicht zu Problemen, weil es optimal im Zentrum in diesem Nucleus pulposus wirkt, die Kraft. Und gibt es eine Vermutung, warum das so ist? Einfach, dass sich das bei allen verändert hat und das hat sich genetisch. Ja. Umfeld, Einfluss von außen, wie sie sich bewegen, verhalten, was sie tun müssen. Wir haben, also unsere Körperstrukturen sind anders wie die Menschen, wie die Aborigines, anders wie die Menschen in Asien, ist anders wie die Menschen in Südamerika. Haben die dann auch andere Skelette? Interessant, ich glaube nicht, aber definitiv sehen die anders innen drin aus. Okay. Aber das wäre mal interessant, wirklich anders Skelette. Eine andere Krümmung, ja. Ja, das ist jetzt auch, ich nehme an, ein männliches Skelett, ein Frauenskelett, das hat ein ganz anderes Becken, viel ausladenderes Becken. Man kann es ja auch oft an den Zähnen oder Kiefern gewisse Bevölkerungsgruppen identifizieren und so weiter, wie sich das entwickelt hat. Witzig, dass du es sagst. Wir haben wirklich immer nur dieses Standardding, an dem wir uns orientieren. Ja. Aber das hat viel ja mit Generationen zu tun, wie die Menschen in ihrem Umfeld leben. Ja, und in Südamerika, aus irgendwelchen Gründen wurde das eben entdeckt, dass die hier nicht diese Vorwölbung so sehr haben, von Natur aus, sage ich mal. Gibt auch immer Ausnahmen natürlich, wenn sie sich mehr der westlichen Welt anpassen, womöglich. Aber ja, die Menschen in Afrika haben auch ganz andere Skelette. Ja? Die Nomadenvölker, die können keine fetten Muskelpakete haben, weil die halt ständig 20 Kilometer laufen müssen, leicht und schön federnd. Die ganzen professionellen oder berühmten Sprinter sind oft Afroamerikaner, weil die eine andere Muskelzusammensetzung haben, weil die ganz anderes Bindegewebe haben und damit aufgewachsen sind. Ja? Überhaupt afroamerikanische Völker können sich ja ganz anders ausdrücken, auch durch Tanz oder so oder Musik. Die haben ganz andere Stimmklänge oder Qualitäten, die haben andere Muskelzüge oder andere Kompositionen, ja, die das sozusagen dann dementsprechend auswirkt. Ja. Bewegung der Wirbelsäule. Wir haben wieder unsere 6 Bewegungsrichtungen. Flexion, Extension, Seitneigung in 2 Richtungen und Rotation. Die Flexion, Extension, haben wir schon gesagt, ist in dieser Ebene, ja, findet die statt. Seitneigung in dieser Ebene und Rotation in dieser Ebene. Seitneigung bei der Wirbelsäule wird auch Lateralflexion oft genannt, könnt ihr euch dazu schreiben. Lateral, weil sie nach lateral wirkt, ja. Also nach lateral geht. Wie lateral? Lateralflexion oder ich sage immer Flexion. Kannst auch Flexion sagen, aber Lateralflexion. Genau. Also wenn ich doch jeden Tag oder morgens, wenn ich aufstehe, eine Flexion, Extension mache, eine Seitwärtsneigung und eine Rotation in meiner Brustwirbelsäule, dann bin ich doch eigentlich für den Tag schon mal gut gerüstet, oder? Weil ich schon eine Mobilisierung und gute Stabilisierung habe für meine Wirbelsäule. Ja. Kommt drauf an, wie du es machst. Ja,
Die Ausführung, ja. Aber also wenn du dich schreckst irgendwie, ja. Also der Körper sendet uns eigentlich immer genau die Signale, die wir brauchen. Deswegen strecken wir uns manchmal morgens oder regeln uns im Bett, dass wir aus irgendeiner Haltung herauskommen. Und es ist immer die Frage, gehen wir ans natürliche Bewegungsende, gehen wir über, also funktionell dahin hinaus, ja. Deswegen ist die Frage, wie machst du es, was machst du, ja. Gehst du, okay, nur bis dahin, wo du kennst, weil du es nicht anders kennst und es eigentlich noch gar nicht dein natürliches Bewegungsausmaß ist, dass du noch viel weiter gehen könntest mit der Rotation oder mit der Beugung oder mit der Extension. Ja, und da ist halt die Frage, gibt es, was für Übungen machst du gezielt oder wie sind die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Gelenke zueinander, ja? Machst du die Bewegung aus der Lendenwirbelsäule, nur die Beugung, Streckung, ja? Oder auch aus anderen Bereichen? Und das sozusagen zu wissen oder zu erfahren, was da zum einen natürlich oder sinnvoll ist für dich oder was einfach dir gut tut. Also ich würde immer tendenziell eher aufs eigene Gefühl vertrauen. Wenn du merkst, irgendeine Übung tut dir aus irgendeinem Grund nicht gut, erstmal, okay, stopp. Ich muss nochmal gucken, was ist da wirklich los? Oder warum tut es mir nicht gut? Was liegt es an der Ausführung? Liegt es an der Übung? Liegt es an meiner Disposition? Ja, aber prinzipiell, wenn die meisten Menschen morgens einmal sich durchbewegen würden, würden sie ganz anders durch den Tag gehen. Thema, wir haben ja auch kurz die Füße gemacht. Ja, wenn die das morgens machen würden, würden die den ganzen Tag eine andere Verbindung zu ihren Füßen haben oder eine andere, anders stehen, anders laufen. Okay. Ja, doch meistens, ja, was machen wir? Aufstehen, keine Ahnung, zur Kaffeemaschine rennen oder gleich Handy. Und wir haben gar keinen Bezug zu unserem Körper. Meistens dann erst abends, wenn wir zur Ruhe kommen, denken wir, oh fuck, was war das denn? Heute. Dann ist man schon so müde. Ja, wie verquer die Welt ist eigentlich, müssen wir es ja andersrum. Ja. Morgens aufwachen und uns die Zeit nehmen, im Prinzip in unseren Körper erstmal einzutauchen. Das ist ja unser Fahrzeug, das ist unser Gefährt sozusagen. Was machen wir, wenn Licht blinkt im Auto, irgendwas stimmt nicht im Motor? Ja. Wir gehen zur Werkstatt. Wenn hier irgendein Licht blinkt, wir kleben was drüber oder wir gucken gar nicht mehr hin. Ja? Und ja, wir sollten morgens eigentlich direkt in dieses Fahrzeug gepflegt eintauchen. Ja, und wobei, wenn man die Frage ist, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich meine, man könnte ja dann morgens 2 Stunden lang irgendwelche Übungen machen. Ja, habe ich schon gemacht, so eine Zeit lang. Ja, klar. Fragen. Wie es möglich ist, wie kannst du es integrieren in deinen Tag? Wie viel Bedeutung gibst du deinem Körper oder wie wichtig ist es dir? Ja? Kannst du sagen, okay, ich mache jetzt eine Zeit lang nichts und ich weiß dann, irgendwann später mache ich was. Funktioniert meistens nicht. Kennen wir, so wie mit dem Lernen. Ja, so wie mit dem Lernen. So wie mit, okay, abends noch ins Fitnessstudio gehen, macht wenig Sinn. Ja? Also die meisten können da ihren Schweinehund nicht mehr so überwinden oder überhaupt dann Sport zu machen. Ich glaube, morgens ist schon eher sinnvoll, weil dann starten wir ganz anders in den Tag, haben ein ganz anderes Körpergefühl. Der Morgen gewinnt eigentlich den Tag, also Morning wins the day und der Abend gewinnt die Nacht. Also wie du schläfst, liegt ganz viel am Vorabend, wie dein Tag läuft, liegt ganz viel am Morgen. An den Gewohnheiten, was du machst, was du zu dir nimmst, wie du dich bewegst. Wenn du abends nochmal Fernseh oder Bildschirme, helles Licht, schläfst du wahrscheinlich nicht gut oder noch was in Käse in dich reinfutterst. Ja? Wenn du morgens ja, nicht in deinem Körper bist, nicht präsent bist, wenn du nicht die Zeit nimmst für dich selber, dann läuft der Tag aus deinem Ruder und bist du oft fremdbestimmt oder es sind so viele Einflüsse, mit denen du nicht klarkommst, weil du nicht ganz bei dir bist. Ja? Und vieles mit ganz bei sich selbst sein hat mit dem Körper zu tun. Ja. Genau. Das waren die Bewegungen, die wir haben in der Wirbelsäule, die möglich sind. Und diese Bewegung macht die zum Großteil die autochthone Rückenmuskulatur. Auf Seite 58 sind wir. Autochthon bedeutet ortsständige Rückenmuskulatur, weil sie dort angelagert ist. Könnt ihr euch vorstellen, hier dieser Bereich zwischen Prozessus spinosus und transversus, hier liegen so, überall liegen Muskeln darin, ja. Die andere Muskulatur, die hatten wir schon, latissimus dorsi, machen wir nochmal, zieht von hier Oberarm flächig hier runter bis zum Becken, bis Kreuzbein, bis hier zu den Lendenwirbelkörpern.
Trapezius war der Trapezmuskel, ja, der so rautenförmig hier liegt mit den drei Anteilen. Genau. Und natürlich noch, da haben wir noch ein paar andere, die kleineren, feineren Muskeln. Genau. Aber grundsätzlich wird die autochthone Muskulatur auch Erector Spinae genannt. Musculus Erector Spinae. Also diese ganzen Muskeln, die wir jetzt gleich durchsprechen werden, werden in der Medizin als eine große Muskelgruppe genannt. Erector Spinae. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Erector, was erektiert, es richtet sich auf. Ja? Und Spinae wird auch die Wirbelsäule genannt. Also der Wirbelsäulenaufrichter. Der Wirbelsäulenmuskel, der aufrichtet. Und da unterscheiden wir in einen medialen Trakt und einen lateralen Trakt. Der mediale Trakt ist die Rinne zwischen Dornfortsätzen und Querfortsätzen, das habe ich schon genannt. Hier liegt die Lende beim Schwein, die manche gerne essen. Das ist dieser Muskel, ja, der hier drin liegt. Und deswegen schmeckt es so fein, weil es ganz viele kleine Muskeln sind. Und so ist es bei uns auch. Ja. Im Prinzip. So, aber nicht als ein Muskel, sondern das werdet ihr gleich erkennen, es ist nicht ein Muskel, der von hier nach da zieht, sondern es ist eine Kombination aus ganz vielen kleinen Muskeln. Ist die Lende nicht hier? Okay. Ja, hier und hier haben wir. Vorne also und hinten. Wenn es da ansetzt. Ja, genau. Hier. So. Ja. Und hier. Also es gibt die Lende hier vorne beim Schwein, aber auch hier hinten. Und weil es hier eben ganz viele kleine, feine Muskeln sind, ist es nochmal oft ein ganz anderes Fleisch. Wenn du vorher da oben gezeigt hast. Nee, also da ist die Lende nicht. Nee, Lende ist hier. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Sorry. Okay. Das war verwirrend, sorry. genau. Und die Wirbelsäule, dieser Trakt, könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie so ein Segelboot, wo ganz viele Seile. Ich möchte einen roten. Ganz viele Seile über einen, über zwei, über drei, über vier, über einen, über drei, über vier, manchmal sogar über noch mehr spannen. Also da gibt es verschiedene Muskeln, die dann von hier nach hier spannen, von hier nach hier, von hier nach hier und dann insgesamt diesen medialen Trakt bilden. Ja? Kann man auch sagen, das sind die Rückenstrecker? Ja, Rückenstrecker, ja. Genau. Erector Spinae ist der Rückenstrecker oder Wirbelsäulenstrecker. Es wird ja als ein Muskel genannt, ja. Aber im Prinzip, das möchte ich euch nur bildlich darstellen, sind es verschiedene, die übereinander spannen, ja. Und so ein Verspannungssystem, wie bei einem, also nicht wie bei einem Wirbelsäulen per se, aber wie so, könnt ihr euch vorstellen. Und von hier, vom nächsten, genau das gleiche, geht von hier nach hier, von hier nach hier, von hier, von da nach da, von da nach da und so weiter. Das ist ganz willkürlich gemacht. Schon mit System. Also im Körper ist ja alles im System. Es gibt welche, die ziehen über einen Wirbelkörper und dann über mehrere. Aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal nur so als wieder Grundverständnis, um was es jetzt gerade geht. Genau, dieser Trakt ist vor allem statisch Haltungsmuskulatur. Also Haltungsmuskulatur ist die Muskulatur, die dich in einer gewissen Position hält, die lange Haltearbeit machen kann. Ja? Der laterale Trakt, der läuft von der Crista iliaca zu den Rippen. Ja? Der läuft hier. Auch ähnlich wie dieses System, dann von hier zu verschiedenen Rippen, über verschiedene Rippen. Hinweg, ja. Und dieser Trakt ist mehr bewegungsorientiert, kann zu so einer Lateralflexion führen oder auch zu einer Aufrichtung, wenn beide Seiten gleichzeitig kontrahiert werden. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn hier Muskeln verlaufen, die gleichzeitig zieht es den ganzen Rücken nach hinten. Ist eigentlich auch dann eine Aufrichtefunktion. Genau. Der mediale Trakt liegt tiefer und wird von diesem lateralen Trakt überdeckt. Ja? Also der mediale Trakt liegt hier und der laterale Trakt darüber sozusagen. Und hier sehen wir jetzt nochmal dieses System, wie die verlaufen. Funktionell in einem Geradsystem und einem Schrägsystem.
Jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt kommt dieses, ja, dieses Bild von mir nochmal genauer wird es unter die Lupe genommen. Das Geradsystem des lateralen Trakts verläuft sakrospinal. Sacrum, ich male mal das Sacrum hier unten, ja, so das Dreieck. Also es verläuft sakrospinal, das heißt von hier gerade. Das Schrägsystem des lateralen Trakts verläuft spinotransversal. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, hier sind noch diese Querfortsätze, ja. Das sind die Querfortsätze, die ich gemalt habe, diese Segel, Teile des Segels. Und hier sind die Dornfortsätze. Und jetzt gibt es Muskeln, die quer verlaufen, weil wir müssen ja irgendeine Rotation hinkriegen. Ja? Das heißt, die verlaufen so oder auch über mehrere hinweg. Also ihr seht, es ist so ein komplexes Verspannungssystem dieser Rückenmuskulatur. Der mediale Trakt verläuft interspinal, das heißt zwischen diesem Prozessus spinosus auch noch, von hier nach hier, von hier nach hier, über zwei, über mehrere. Und das Schrägsystem transversospinal. Also auch wieder gibt es hier nochmal so Diagonale. Ja? Aber das eine liegt eben in der Tiefe, in dieser Kuhle hier. Und das andere darüber, ja? Und über verschiedene lange Segmente. Genau, das zu diesen verschiedenen Anteilen dieses Erector Spinae. Und jetzt schreibt ihr euch bitte nochmal diese Muskeln auf, dass ihr sie zumindest einmal gehört habt, welche Muskeln das sind. Einfach unten drunter? Ja, unten drunter. Unter Seite 59 habt ihr ordentlich Platz. Genau. Wir haben einmal Musculus spinalis capitis. Capitis? Capitis. C-A-P-I-T-I-S. Ich mache es auch nochmal an die Tafel. Und das ist der. Ist. Was haben wir für ein Wort? Spinalis, Spinosus, ja, also dieser Dornfortsatz und Capitis war der Schädel, der Kopf. Das heißt Kopfnerv oder Muskel, genau. Also wenn wir hier das Hinterhaupt haben, hier ist die Augenhöhle, Nase, Mund, Kiefer. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, der Hinterkopf ist kühler. So, jetzt haben wir hier Dornfortsätze, ja, so könnt ihr euch vorstellen. Also wie so ein Dinosaurier. geht dieser Muskel von diesen Dornfortsätzen zum Schädel. Ja? Also ist der Ansatz praktisch hier am Schädel, genau. Am Caput, genau. Hier hinten am Schädel entlang. Und Ursprung von diesen hier Dornfortsätzen. Alles, was hier rot ist, ja, seht ihr, sind immer sogar dreifach, manchmal zwei eingezeichnet, ja, Muskeln, die hier entspringen und dann hochziehen. Und jetzt seht ihr schon, ich habe mal gesagt, hier liegt auch so ein Bandligamentum luchae, ja, das läuft hier, weil unser Körper sieht ja nicht so aus. Wir haben ja hier, können wir nicht unmittelbar unbedingt die Wirbelkörper spüren, diesen prominenten C7 noch, aber dann
verflüchtigen sie sich, weil da diese Banden, diese Muskelstrukturen drüber liegen. Als nächstes, Spinalis cervicis. Also wir haben wieder Dornfortsatz und diesmal an der Halswirbelsäule. Also nichts mit dem Schädel, sondern der verbindet diese Dornfortsätze hier miteinander. Ja? Das gleiche haben wir Thoracis für Thorax. Ja, das wissen wir, okay, Cervicis Halswirbelsäule von Cervix und Thorax, Thoracis Brustwirbelsäule, wäre auch hier diese Dornfortsätze miteinander verbunden. Manchmal auch über mehrere Ebenen, also alles, was ich jetzt einzeichne, könnt ihr euch vorstellen, geht auch manchmal über mehrere Ebenen hindurch. Genau. Und wenn die, umso länger die werden, könnt ihr euch vorstellen, heißen die dann Musculus longissimus. Und genau wie oben. Cervicis, Thoracis, Capitis. Weil sie Longus sind. Sie sind lang. Sie gehen nicht nur ein Segment, sondern mehrere Segmente. Ja? Verschiedene Artige. Und dieses System entsteht wieder auch aus diesem Segmentsystem, was wir eigentlich sind. Wir sind Segmentwesen. Ja? Wir waren eine dicke Bakterie irgendwann mal, die sich in Segmente aufgefuttert hat, sozusagen, oder eingeteilt hat. So könnt ihr euch das übertrieben vorstellen. Die Muskeln, die ich euch vorher eingezeichnet habe, die so diagonal laufen, die werden Musculi rotatoris genannt. Und dreimal dürft ihr raten, warum. Genau, und das können sie nur machen, weil sie nicht gerade verlaufen, sondern so leicht schräg. Ja? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so viele schräg verlaufende Muskeln habt über verschiedene Segmente, was für ein Wunderwerk das ist, die alle zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Stärke, in der richtigen, ja, in der richtigen Kombination anzuspannen, dass ihr euch dreht. Also deswegen, eine Bewegung findet nie ein Muskel, du machst das statt, nee, es ist immer so viel mehr. Und gerade bei der Wirbelsäule sind es hunderte, tausende von Muskelfasern, die genau optimal im richtigen Moment sich drehen können. Ja? Also das ist unglaublich, ein unglaublich schönes Bild, um das zu verstehen, was da eigentlich abgeht an der Wirbelsäule. Die können auch, natürlich ein bisschen sind die an der Seitbeugung beteiligt. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, wenn sich die auf einer Seite zusammenziehen, ist auch eine gewisse Seitneigung. Aber eben diese Kombination, ja, welche Muskeln jetzt ein bisschen mehr, weniger, ergeben dann Rotation oder Seitneigung oder Kombinationsbewegung oder auch noch eine Flexion mit dabei ein bisschen. Bewegungen sind nie ein oder nur meistens nicht zweidimensional. Selbst beim Kniegelenk, also könnt ihr euch vorstellen, ja, wir sagen eine Achse und es läuft so, aber es ist noch so viel mehr, dass da ein bisschen
der Oberschenkel doch nach vorne schiebt oder eher nach hinten gezogen wird, je nachdem, wie die Muskeln ziehen und spannen. Ja? Also es ist nie perfekt, nur immer eine Achse. Ja? Und diese Bewegung, ja? Gerade wenn wir laufen oder Treppe gehen, ist immer minimalst unterschiedlich, immer ein bisschen dreidimensional. Mal ist eine minimalste Rotation mit dabei, weil die ja doch möglich ist, weil umso mehr wir beugen. Doch für Prüfungen und so besinnt euch da auf dieses klare System. Ja? Das ist immer dieser Spagat zwischen, okay, was ist Prüfung, was ist klares System und was ist wieder, wie es in der Wirklichkeit, in der Realität, in der Natur vonstatten geht. Okay, dann haben wir noch ein paar. Eine Sache, ja. Und zwar sind das jetzt Querfortsätze hier. Aber was ist bei den Rippen? Wir haben auch noch hier so in der Brustwirbelsäule gerade so ein paar Rippen. Und ich mache jetzt mal die Rippen hier noch dazu. Ja. Da haben wir auch noch ein paar Muskeln, natürlich. Muskulose Rippis. Nee, nicht ganz. Was heißt Rippe? Costa, ja. Clavicula war das Schlüsselbein. Schlüsselbein. Ja, zählt nicht zu. Aber Costae oder Costa ist. Costae sind die Rippen, Costa ist die einzelne Brust. Und von da verlaufen auch. Wie bitte? Ach so, ja. Könnt ihr euch auch noch vorstellen, von der Rippe geht zu diesen Querfortsätzen über verschiedene Längen, ja? Also es ist ein unglaublich verspanntes System, ja? Wenn wir jetzt hier den Querfortsatz nochmal einzeichnen von der Seitansicht, das ist der Dornfortsatz und hier steht noch so ein Querfortsatz nach vorne. Dann sind hier auch nochmal über verschiedene Längen. Alles verspannt miteinander. Und die heißen Iliocostalis. Und dann die Einteilung auch nochmal. Musculus Iliocostalis. Costalis. Und dann die Einteilung auch nochmal dazu. Cervicis. Thoracis. Und Lumborum. Also Iliocostalis war Rippen bzw. Genau, was verbindet es? Es verbindet eine Costae mit dem Querfortsatz. Warum es jetzt Ilio heißt, da habe ich noch nie rausgefunden. Warum Ilio? Aber so heißen die Muskeln. Also sie verbinden Rippen mit diesen Querfortsätzen hier. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, hier so runter zu diesen Querfortsätzen, hier auch, selbst hier zu diesen Querfortsätzen, hier. Lumborum. Lumborum kommt von lumbal, also Lendenwirbelsäule. Ja? Wir haben einen Bereich Lendenwirbelsäule, einen Bereich Brustwirbelsäule, einen Bereich Halswirbelsäule. Und den haben wir witzigerweise ja bei den Spinales nicht in den Lendenwirbelsäulenbereich. Ja? Also da seht ihr, es ist ein bisschen. Doch, es gibt kleine, feine Unterschiede, es ist nicht alles einfach einheitlich. Okay. Machen wir noch ganz kurz schon mal, wir wiederholen das dann morgen, die Rippen nochmal, aber wir fangen jetzt schon mal ein bisschen an. Wir haben noch den Brustkorb, den Thorax, ja.
Was liegt denn da alles drin? Was schützt denn der Thorax? Was? Ja? Ja. Genau, also der Brustraum wird eingeteilt unten Zwerchfell, oben oberste Rippe, Lungenspitze auch, wo die ansetzt. Genau, und Nieren liegen schon unter dem Zwerchfell, hier hinten, ja. Zwar noch im Brustkorb, ja, also wir können sie ja nicht tasten, ja, aber wir können den Klopftest machen zum Beispiel, um zu checken, ob da irgendwas schmerzhaft ist. Genau, aber der Brustraum, was hier drin ist, in dem Brustkorb, Herz, Lunge, Thymusdrüse wäre noch. Was sind die Thymusdrüse? Thymusdrüse ist eine immunologische Drüse eigentlich, die laut Schulmedizin eigentlich zurückgebildet wird im Laufe des Lebens oder im Jugendalter, dann, die primär erstmal für unser Immunsystem auch zuständig ist, aber dann zurückgebildet wird. Die liegt hier hinten, also ein Teil vom Immunsystem. Ich habe auch schon gelesen, dass sie eigentlich immer da ist und wir sie nur nicht mehr nutzen oder nicht mehr aktivieren. So wie die Zirbeldrüse. So wie Zirbeldrüse, genau. Ist auch so ein Organ. Und was hier natürlich auch noch läuft, sind die großen Blutgefäße dann vom Herzen weg, Aorta und so weiter, die dann durchs Zwerchfell ziehen und dann ins Abdomen, also in den Bauchraum kommen. Und da sind dann die Organe Nieren, Leber, Milz, Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm, Dickdarm und dann im kleinen Becken, Blase, ja, und Geschlechtsorgane. So ist meine grobe Einteilung. Frauen haben ja noch ein bisschen mehr im Gepäck. Ja, also ja, Gebärmutter und Geschlechtsorgane, genau. Also der Brustkorb schützt dieses Herz und Lunge und wird eingeteilt. Wir haben das Sternum, ja, hier vorne. Brustbein genannt. Mit dem Prozessus xyphoideus, ja, witzig, Schwertfortsatz auf Deutsch. Dann Corpus sterni, der Körper, und das Manubrium sterni, das Schild sozusagen. Ich glaube, Manubrium hieß Schild, ja. Also das ist diese Einteilung dieses Knochens, was wie so ein Schwert aussieht, in diese drei Punkte. Ja. Die sind, das ist definitiv wichtig. Dann hatten wir auch schon besprochen den Cartilago costalis, der Knorpel. Also alles, was ihr hier so durchsichtig seht, ist eher knorpelig, ist gar nicht so knöchern. Dementsprechend eine andere Struktur. Und der Rippenbogen, Arcus, da ist wieder das Wort Bogen, ja. Das ist dieser Bereich. Den könnt ihr richtig gut selbst spüren, könnt ihr euch hier reingraben. Und dann merkt ihr auch bei der Ein- und Ausatmung, wie das Zwerchfell rausdrückt und ihr da einfallen könnt. Ja? Oft ganz ein bisschen unangenehm oder manchmal verspannt, ja? Je nachdem, wie wir uns strecken, rekeln, atmen, steckt da ganz schön viel oft in uns. Genau, wie viele Rippen haben wir denn? 12. Ja. Erste Rippe, oberste Rippe, ja. Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Und dann haben wir, seht ihr, die sind über den Cartilago noch mit dem Sternum verbunden. Und elfte und zwölfte Rippe sind gar nicht mehr damit verbunden. Ja, die sind hier, hängen hier so im leeren Raum sozusagen. Aber natürlich mit Muskeln, mit dem Rest des Körpers verbunden. Genau. Die erste Rippe, oft ganz, ganz sensitiv, hat viel mit der Atmung zu tun auch. Und viel mit Halsmuskulatur. Ja. Also von therapeutischer Sicht ist hier, könnt ihr sie von oben spüren, wenn ihr von dem Schlüsselbein reinfallt und dann noch weiter hochgeht, da kommt ihr dann so auf eine knöcherne Struktur und da, dahinter fängt schon der